Hallo ihr Lieben, heute mal aus einer ganz anderen Perspektive und zwar von meiner Couch. Ich habe jetzt nach wirklich Jahren wieder mal bei Zalando bestellt, unter anderem also Frühlingssachen, so Kleider und Tuniken, also eigentlich nur Kleider und Tuniken, und möchte gerne, also mache heute ein Unboxing. Ich hole mal die Kiste. Also, das ist diese Kiste. Und ja, nee, ich brauche den Tisch. Also, ich stelle die jetzt erstmal hier hin. Ich habe die Sachen schon mal so ein bisschen vorsortiert. Also, von den 14 Sachen, die ich bestellt habe, glaube ich, kommen nur 4 in die engere Wahl. Das ist ja leider so, also wenn man sowas bestellt im Internet und sich ein Foto anschaut, dann denkt man, ach ja, und dann probiert man das an und denkt, ach nee, das bin ich doch nicht. Und so ging es mir mit einigen Kleidern. Aber dieses wundervolle Kleid, was ich hier anhabe, ist von Anna Field. Es sind alles sehr preiswerte Sachen zwischen 20 und 30, 40 Euro. Also keine Premium-Artikel. Aber diese Anna Field, das erinnert mich so ein bisschen an diese Diana von Fürstenberg, die Erfinderung des Wickelkleids. Und ich finde dieses Kleid, ich stelle mich jetzt mal hier hin, das ist das Einzige, was ich jetzt so vorführe im Ganzen. Ihr seht mich, glaube ich, nicht. Also das ist... geht über die Knie. Ich bin 1,72 Meter groß, also bis zum Knie ungefähr geht das. Und ich kann hier mal vorlaufen. Es ist ein sehr schönes Muster. Es ist in dieser Wickeloptik hier. Also passt auch ein großer Busen rein. Und hier so ein, ja, weiß ich nicht, wie man das hier nennt. Also auf jeden Fall ist das so ein Dreiviertelarm, Viskose, Elastan. Also gefällt mir sehr gut, kostet 31,95 Euro. Und, oder ich setze mich hier am besten hier vorne hin. Das ist doch eine gute Idee. Ich setze mich auf meinen Tisch. Ich habe hier so einen Tropentisch. Und sonst bin ich, glaube ich, zu weit weg. Dann muss ich allerdings die Kiste holen. Moment. So, ich sitze jetzt auf meinem Tisch und beginne jetzt mal also mit den Sachen, die ich nehmen werde. Die zeige ich euch. Also Anna Field. Tolles Label. So, dann... oh. So ein bisschen aneinander. Noch ein Kleid. Also ich habe mir, wie gesagt, mehrere Kleider bestellt und bin ein bisschen enttäuscht, dass eigentlich nur zwei, also dass ich nur zwei nehmen werde. Das ist auch von Anna Field. Das ist ein dunkelblaues Kleid. Das ist im Prinzip die gleiche Optik, Wickeloptik, nur mit so einem angeschrägten Arm. Ja. Grundfarbe ist dunkelblau und mit so floralen, mit solchen tropischen Blüten, so ja, tropische Blüten sind das. Geht auch so bis zum Knie. Wartet mal, ich halte mir das mal hin, dass ihr das sehen könnt. Gut, also sieht auch sehr, sehr schön aus, angezogen. Und wie gesagt, Elastan, Viskose und immer so ein bisschen Stretch-Antennen, was ich sehr mag, wenn die Ärmel so etwas angeschnitten sind, wenn die also nicht so, keine Ahnung, auch wenn man jetzt noch relativ straffe Arme hat, also wenn ein Arm hier aufhört, das sieht bescheuert aus. Also entweder ohne Arm oder ein Dreiviertelarm oder ein langer Arm oder so ein bisschen angeschrägt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Jetzt wollte ich mal schauen, wo ich hier die Preisliste habe. Die Preisliste, die ich habe, ich weiß ganz genau, ach, hier ist sie. Also Anna Field, ich will natürlich auch gleich euch die richtigen Preise sagen. Floral Jersey Kleid, aber das ist nicht Black, das ist Dark Blue and Green. Okay, das kostet 34 Euro. Dieses Modell kostet 34 Euro. Jo. Also das habe ich mir in die engere Wahl gelegt. Das finde ich ziemlich cool. Ja, so. So, und das Problem ist, das war es schon an Kleidern. Ich habe mir, glaube ich, 5 oder 6 Kleider bestellt und 2 sehen eigentlich noch toll aus. Dann weiß ich noch nicht, das ist ja so eine Tunika von der Firma, oh Gott, Villa ist das, nee, Café, von der Firma Café. Das ist so eine Tunika, die war, glaube ich, sogar reduziert. Das ist in so einem Grau mit so einem Pink. Ja, ist nicht schlecht, hat hier unten so ein Knöpfchen, also dass man das zumachen kann. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, kostet auch so um die 30 Euro. Auch ist alles irgendwie Viskose. Also die kommt noch in die engere Wahl.
Wisst ihr was? Ich bin ja überlegen, ob ich euch die Klamotten zeige, die ich eigentlich nicht nähen möchte. Ich glaube, ich mache das. Dann, was ich sehr, sehr schön fand, wir sind schon gleich am Ende mit den Sachen, die ich nehme. Was mir wirklich gut gefallen hat, das ist auch von der Firma Café, eine grüne Tunika. Eine, so flaschengrün ist das, mit so roséfarbenen, also auch so mit so einer, so eine, an so einer Floraloptik. Diese Tuniken sehen ja süß aus über einer Jeans. Also ich mag das ja, diese, ich mag keine Skinny Jeans an mir. Ich mag gerne Schlaghosen, also zum Glück kommen die jetzt wieder. Also das heißt Schlaghosen, also einfach eine Bootcut oder wenn die ein bisschen weiter ist. Weil das sieht irgendwie, also ich fühle mich da angezogen, egal ob ich jetzt einen Sneaker anhabe oder einen Flipflop oder ein High Heel, wenn die Hose ein bisschen Schlag hat, hat man einfach so ein schönes Bein. Also ist meine Meinung. Zum Glück sind die Geschmäcker ja verschieden. Also diese Tunika ist auch so geschnitten, langärmlich, hat auch wieder hier so ein kleines Knöpfchen. Ich halte sie mir mal an, steht mir gut. Grün ist so eine ganz tolle Farbe. Ich schaue jetzt gleich mal nach, was die kostet. Kaffee. Na, ich will natürlich auch die Preise sagen, deswegen dauert das jetzt hier so ein bisschen. Kaffee. Eigentlich ist das ja June. 29 Euro. Old Good. Nee, die andere war 29 Euro davor, die. Und die kostet jetzt 34 Euro. Also 34,95 Euro kostet diese Bluse. Ich hatte die schon an. Die saß sehr gut. Man hat ja so seine Favoriten an Farben. Ne? Ich habe mir jetzt wirklich fest vorgenommen, weil ich bin so eine Schwarzlady. Ne? Ich ziehe wahnsinnig gerne schwarze Klamotten an. Aber wenn man schwarz immer nur schwarze Sachen an, das macht auch so einen traurigen, düsteren Teint. Und gerade wenn man etwas älter geworden ist, sollte man Farbe, also sich zur Farbe bekennen. Nicht nur im Make-up, auch so ein bisschen Farbe. Jetzt nicht übertrieben, aber einfach so ein bisschen Farbe. Deshalb ist das nächste Teil, was ich mir ausgesucht habe, glaube ich, gar nicht so. Obwohl, das ist ganz süß. Das ist so ein Puder. Ich muss das immer mal einpacken, damit ich hier nicht durcheinander komme. Das ist so eine Tunika von der Firma. Das ist jetzt, glaube ich, Villa, ne? Die kosten, wie gesagt, alle so um die 30 Euro. Ist das Villa? Nee, Saint-Tropez. Die fand ich ganz süß. Das ist so eine... Die hat hier hinten... Hat die so ein Knöpfchen. Es ist ganz süß gemacht. Ich mach das nicht zu. Also, dann hat sie, wie gesagt, auch so einen angeschrägten Arm. Der ist etwas weiter. Das ist ein Pünktchen. Da ist ein Pünktchen drauf. Und hier vorne ist nochmal so eine eingearbeitete Spitze. Und die sieht natürlich auch ganz toll aus mit einer schwarzen Hose. Also die finde ich auch sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ist auch etwas länger, geht also so, ja, ne, bis hier, bis so zum Hüftknochen. Kostet Firma Saint-Tropez. Okay, das ist das teuerste Modell. Kostet 39,95 Euro. Aber ich habe in meiner Stadt geschaut nach Tuniken und Blusen und ehrlich gesagt, ich habe da nicht so viel gefunden. Wenn mir die Farben und die Muster gefallen haben, waren die Stoffe schlimm. Wenn die Stoffe schön waren, waren die Farben doof, das hat nicht gepasst. Also es gibt da so einen schönen Spruch, ne? Ich habe eine Freundin von mir im Auto, irgendwas ist immer. So, das brauche ich gar nicht zeigen, das haben sie sogar falsch geschickt. Das war so ein schwarzes Hemd. Hier ist eine Tunika, die fand ich eigentlich ganz niedlich. Die ist von More & More. Was ich allerdings nicht beim Bestellen gesehen habe, was ich nicht leiden kann, wenn vorne ein Print drauf ist und hinten ist es einfach. Das gefällt mir überhaupt nicht und die sieht so ein bisschen altbacken aus. An dem Model sah sie sehr schön aus. Ich hatte sie an und habe gedacht, nee, das ist es nicht. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall nochmal die Kleider, die ich mir rausgesucht habe, die natürlich auch mitkam. Hier ist noch so eine Tunika. Geht auch nicht, die brauche ich euch gar nicht zeigen. Es ist ja oft so, ne, dass man sich was kauft und ich meine, gut, mit Nachhaltigkeit, es ist natürlich doof, ne, mit diesem ganzen Postweg, das hin und her geschicke, tut mir auch leid, aber ich bestelle relativ selten, deshalb bestelle ich dann, wenn ich mal was bestelle, relativ viel, also deswegen 15 Sachen waren es, damit ich nicht jede Woche da zwei Sachen, das ist ja auch Quatsch.
Also das sind alles so Tuniken, die sehen, ne, von, der sieht mal aus, er sieht aus wie meine Großmutter, so Kittelschürze, ne? Das ist, so hier, das finde ich sehr schade. Das ist ein ganz mieses Kleid, da ist auch ein Gürtel dabei, das ist auch von Anna Field. Wenn es diesen Schnitt hätte, wäre ich total happy, wenn es einen geraden Schnitt hätte. Aber leider hat es so ein bisschen so einen ausgestellten Schnitt und es ist schwarz mit so einem Rosenprint. Und ich finde das ganz, ganz zauberhaft. Und es ist auch eine tolle Qualität und es schmeichelt so. Aber das Ding ist, ich finde, das Kleid ist mir zu kurz. Also das Kleid, das geht so, also es hört über dem Knie auf und es ist so ein bisschen ausgestellt. Und das ist so ein, finde ich, so ein klein Mädchenlook. Also das, nee, nicht klein Mädchenlook, das ist was für eine jüngere Frau. Ich finde mich einfach zu fortgeschritten, fortgeschrittenes Alter. Man muss nämlich total aufpassen, selbst also wenn man noch schlank ist und man eigentlich von der Mode her vieles tragen könnte, läuft man doch immer Gefahr, dass man albern aussieht. Und das ist nämlich genau dieser schwierige Grat. Wir wollen gerne, wir wollen uns auch nicht so trutschig anziehen. Es ist sehr schwierig, schöne Sachen zu finden. Es ist alles auf jugendlich gemacht. Es sind ja auch immer junge Models. Ich habe das Gefühl, die Designer schneiden nur für super junge Frauen. Und es ist wahnsinnig schwierig, jetzt nicht irgendeinen sackartigen, man will ja nicht immer so sackartige Gewänder anziehen. Man ist ja, wie gesagt, hat ja auch noch Form und möchte sich als Frau fühlen und schön fühlen. Aber es ist schwierig, da was Passendes für sich zu finden, ein Outfit. Und man hat ja auch nicht so viel Zeit, um stundenlang da rumzulaufen und shoppen zu gehen. Wie gesagt, ne, wenn die Farben stimmen, stimmt das Modell nicht. Wenn das Modell toll ist, sehen die Farben bescheuert aus oder die Qualität ist doof. Also ich fand mich mit diesem Kleid einfach albern. Obwohl ich, wie gesagt, dieses Muster ganz, ganz zauberhaft finde. Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich es auf jeden Fall kaufen. Es ist ganz zauberhaft. Wäre das fair was sein für meine Schwiegertochter eigentlich. So, und dann ist da nämlich noch so ein kleiner Gürtel dabei. Also, ja, aber irgendwie habe ich das wahrscheinlich in meinem jugendlichen Leichtsinn, sagen wir mal, habe ich das beim Bestellen, man wird ja auch da ganz ramdösig, wenn du da sitzt und diese, ne, und dir die ganzen Sachen da anschaust, da habe ich wahrscheinlich die Form des Kleides nicht richtig beachtet. So, und es geht so weiter. Das ist noch so ein Kleid. Das ist von der Firma Cartoon. Fand ich auch ganz toll. Es ist auch ein ganz tolles, auch in dieser Wickeloptik. Ne? Das sieht eigentlich ganz süß aus, aber das hat auch wieder diese A-Form, aber wenn die A-Form, also halt stopp, die A-Form ist schon toll, dies ausgestellte, aber dann muss es übers Knie gehen und nicht so eine Hand breit über dem Knie aufhören, weil das sieht total bescheuert aus. Egal, was wir für Knie haben, ich meine, die Knie einer Frau, daran erkennt man übrigens auch das Alter, an den Händen und den Knien und am Hals. Also die Knie, egal wie schön die sind, es ist irgendwie, es ist zu kurz. Ich meine, am Beach, am Strand ist alles erlaubt. Da kann man also wirklich so, ne, da kann man so ein kurzes Röckchen anziehen, was gerade so den Po bedeckt. Aber um sich in die Stadt zu begeben, wie gesagt, ist schade. Sehr schönes Print, gefällt mir sehr gut. Aber ihr seht, ne, das ist, und ich habe lange, ja, ich habe glaube ich 2 Tage, habe ich bei in diesem Online-Shop also verbracht und habe mir da Sachen rausgesucht, wieder rausgeschmissen, bevor ich bestellt habe. Ich bin da nicht so leichtsinnig und ich denke da schon nach. Ich habe mir schon Gedanken. Und dennoch, wie ihr seht, so, das ist auch wieder so ein Ding. Ja, das ist auch Anna Field. Och, und das fand ich so süß. Guck doch mal, dieses Schwarze. Aber das ist auch wieder so. Es hört wieder eine Handbreit unter Knie auf und ist dann noch so ein Schleifchen. Es ist so, das ist wirklich niedlich. Ich würde sagen, na, einfach eine Frau, die mindestens 10 Jahre jünger ist, also um so 30, 40, die es, nee, also, ja, es tut mir leid, wenn ihr der andere Meinung seid, ich finde es sehr, sehr schade, das ist, vor allem sind diese Anna Field, diese Kleider sind auch preislich, sind die eigentlich gar nicht zu toppen. So, dann habe ich noch eine Tunika, die, ja, die habe ich gar nicht ausgepackt. Ich habe nur den Stoff angefasst. Es war so ein ganz fester Stoff. Das hat auch ein schönes Print. Das ist auch von der Firma Cartoon. Das war eigentlich, ja, das kostet 70 Euro. Nee, und dann habe ich noch, das fand ich ganz süß, das ist einfach so ein Schlafanzug, auch von
von Anna Field. Das ist ein sehr guter Rosé-Ton, so ein richtiger, maskuliner Schnitt ist das schon. Das fand ich ganz süß. So, das ist im Prinzip das Unboxing gewesen. Das ist, wenn es so sehr geraschelt hat, tut mir leid, aber ich wollte ja das Original machen. Ich wollte nicht jetzt, deswegen Tüten. Und ich wollte es natürlich auch gleich wieder einpacken, damit ich nicht durcheinander komme. Man muss das ja zurückschicken. Also Fazit. Dieses Kleid finde ich Oberhammer auf dem Geil. Das gefällt mir richtig gut. Diese Tonika ist ganz süß. Das war auch die, ne, von Saint-Tropez, dieses Blümchending. Dann fand ich, hier sind dann doch fünf Teile. Dann fand ich diese grüne Tonika sehr schön. Und dann noch diese graue. Aber das Kleid, gut, also zwei Kleider, eine Ausbeute von, also ich habe 15 Sachen bestellt und 5 Sachen behalte ich. Okay, ist ein gutes, ja, gutes Verhältnis so. Also zwei Kleider und 3 Tuniken. Dieses Kleid ist, wie gesagt, wisst ihr was? Ich ziehe das jetzt mal an. Ich mache das jetzt mal aus und ziehe das mal an. So, ich bin wieder zurück. Jetzt habe ich dieses blaue Kleid noch angezogen, auch von Anna Field, in dieser Wickeloptik. Es ist nur eine Wickeloptik. Es wird nicht gewickelt wie diese klassischen Wickelkleider. Ich stelle mich jetzt mal hin und laufe. Okay, also, dass ihr das seht, ne? Das ist, ich sehe mich, also, das ist so, okay, das endet jetzt auch oberhalb des Knies, aber es ist gerade geschnitten. In dem Moment, wo ein Kleid in A-Form ist, hier endet, dann ist das so Babydoll, so mädchenhaft. Das, also, ist nicht mein Ding, ja. Gut, also, ich finde das, ich zeige euch das mal, ne? Ich finde das sehr schön. Vor allem trägt es sich toll. Und ja, jetzt habe ich paar florale Sachen. Also, ne, ich zwinge mich ja, wie gesagt, nicht immer in Schwarz rumzurennen. Also bei mir sind so Favoriten Schwarz und Grün, Blau. Manchmal auch so ein Puder, so ein Rosé. Aber wir haben ja jetzt, und ich freue mich total auf den Frühling. Ich freue mich darauf, dass, wie gesagt, dass die Tage schon länger werden, dass es länger hell bleibt und früher hell wird und dass die Tage bald wieder länger werden, dass die ersten Vöglein zurückkommen und ich hoffe, euch geht es gut, ihr seid gesund und hattet vielleicht ein bisschen Spaß bei der Geschichte. Ich probiere das mal. Ach so, noch was. Also Ladies, ich habe mal eine Frage jetzt. Eine Frage an euch. Vielleicht könnt ihr mir das irgendwie in den Kommentaren beantworten. Ich habe gesehen, dass so Ausmist-Videos, also auf YouTube auch sehr en vogue sind und dass die gerne geschaut werden. Und ich habe jetzt nicht so viel zum Ausmisten, aber ich habe doch schon ein bisschen, ich mache jetzt YouTube ein paar Monate und habe eben auch ein paar Sachen gekauft, um die zu testen. Und ihr wisst ja, dass also auch Kosmetik ein gewisses Haltbarkeitsdatum nicht überschreiten sollte. Also es hält nicht ewig. Und vielleicht kann man ja jemandem eine Freude damit machen. Also ich möchte die Sachen vorstellen, die ich ausmiste und meine Frage ist jetzt, soll ich das jetzt verschenken, verlosen, wollt ihr das haben oder ist das doof? Das sind jetzt, wie gesagt, keine High-End-Produkte, es sind Drogerieprodukte, aber schöne Drogerieprodukte. Ja, ein paar Sachen sind auch dabei von Sephora und also es ist eine ganze, so eine Kiste voll und bevor ich mich jetzt hier total blamiere, dachte ich mir, ich frage euch mal. Ich frage mal nach, wie ihr das findet, ob ihr das doof findet. Und dann würde ich dann immer so ein Set zusammenstellen. Also ein Pinselset, dann eben so Foundation und Highlighter und Rouge, dann eben Lippen, Augen. Und dann kann man ja mal sehen. Aber ne, es wäre schön, wenn ihr mir da so ein Feedback geben würdet, wie ihr das findet. Oder ob das total durchfällt und ihr sagt, ey Kirsti, nee, lass mal, behalt mal deinen Krempel. Gut, also würde mich freuen. Ihr Süßen, wie immer, good luck, alles Liebe, alles Gute und bis bald, ciao.